Und lass mich in Ruhe. Okay, dann gucken wir mal kurz, nicht was die so hier schnell, so zu sagen haben. Machst du das oft? Mit deinem Hund reden? Sam Jaona, hallo. Meinem Bruder Bastian. Tja, jetzt wohl mir. Bastian hat direkt vor dem Dorf gegen die Schwarzen gekämpft. Seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihm gesagt, tu, was ich getan habe. Ein, zwei Finger ab, damit sie dich nicht einziehen. Er hatte zu viel Angst. Verdammter Mist. Ich an deiner Stelle würde mich auf dem Schlachtfeld umsehen. Hab ich. Massenhaft Leichen und Leichenfresser. Jemand hat gesagt, dass sie sich vor Feuer fürchten. Deswegen habe ich versucht, sie mit einer Fackel zu vertreiben. Unfug, sag ich dir. Ohne Husar hier wäre ich lebendig gefressen worden. Geiler Macker. Du trägst also der diese Hund. Schwerter doch sicher nicht zum Spaß. Doch, klar. Halt, na, ich bin Kuh eigentlich ein Clown Hilf mit Schwertern. Zu finden, dann bezahle ich dich. Alles gut, klar, ich helfe dir. Allerdings liegt die Schlacht schon ein paar Tage zurück. Die Chancen, deinen Bruder lebendig zu finden, sind gering. Sehr gering. Sag bloß. Aber ich will wenigstens seine Leiche finden, damit Bastian da nicht mit den Schwarzen in der Sonne verwest. Alles Treffen klar. wir uns auf den Hügeln vor dem Schlachtfeld. Dann gehen wir zusammen Können weiter. Können wir machen, mein Freund. Aber du hast einen ganz wichtigen Punkt vergessen, Nils. Es ist ein Vorbild in allen Punkten, ja. Und die hören auch auf die Community. Aber, und das darfst du echt nicht vergessen, aber die behalten trotzdem den Charakter des Spiels bei. Und runden den nicht so ab, als wenn du jetzt Call of Duty in Third Person spielen würdest, weißt du? Das ist eben der große Unterschied. Und das machen die, finde ich, richtig. Wie viele Spiele hat das schon kaputt gemacht, auf die Community zu hören? Zu viel. Ne? Die ganzen Ecken und Kanten der Spiele werden rausgenommen, weil die Leute am Nörgeln sind und das ist gesellschaftsfähig. Okay, ich werde mal eben kurz meditieren. Und weil es gesellschaftsfähig gemacht wird. Ihr müsst mal bei YouTube nach dem Interview suchen von dem Nils von Rocket Beans. Also ich sag das nochmal, steht auch unten drunter, bitte keine Eigen- oder Fremdwerbung. So, hier gibt es einen Schatz zu finden. Ich hoffe mal... dass ich die diesmal... Warum mir da jetzt nichts passiert ist, keine Ahnung. Ich find's auf jeden Fall gut. So, da gab es doch einiges zu finden. Das ist doch schick. So, ich werde jetzt nochmal gucken, ob ich hier einiges an ertrunkenen Hirnen und so weiter sammeln kann. Aber ich glaube, ich laufe darum. Mit Blood and Wine soll es ein Abschluss sein. Wird man sehen. Und auch, weiß ich nicht, The Witcher 3 ist auch immer noch recht zeitlos, ne? Ich meine, wie das jetzt in 2-3 Jahren aussieht mit neuen Engines und so weiter, kann ich nicht sagen. Aber es sieht ja immer noch wahnsinnig gut aus. Und ich denke mal, dass es auch deswegen immer noch gespielt wird. Komm jetzt. Da ist er. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite.
Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastion. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Zielgebiete. Ziele werden dir manchmal als Gebiet angezeigt, wenn die genaue Position unbekannt ist. Begib dich ins markierte Gebiet. So viele Tote. Dabei hat der Krieg gerade erst begonnen. Scheiße, ich bin mit der... Oh, ich bin so ein Steuerungslegastheniker heute. Wetten, er stirbt mir gleich weg. So, und weiter geht's. Spuren. Wieso erklärt er mir das jetzt nochmal? Nein, der Nachbarsohn. Na los, Husar. Kannst du Bastion wittern, Junge? So, wir werden hier trotzdem mal eben so einiges looten und das nachher beim Händler verkaufen. Tut ja keinem mehr weh, wenn wir hier was mitnehmen. So, ist er das? Ist er das? Nein, der Nachbarssohn. Noch ein Nachbarssohn? Wie viele Söhne hat denn der Nachbar? Na los, Husar, kannst du Bastion wittern, Junge? Ach, immer noch nichts. Da ist noch einer. Das wird er wohl sein. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Da hinten ist auch noch einer. Da ist er. Die Haut ist verbrannt. Kannst du was hier wittern, Junge? Ich weiß, aber könnte er das sein? Immer noch nichts. Der mich verarschen? Er hat ihn. Husar hat seine Fährte. Komm! Oh, okay. Aber das ist noch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben, der Idiot? Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastion, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich hab nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Lysie. Nein, der schwarze Blattier. Oh, das klingt aber auch wieder nach einer Entscheidung. Die Frage ist natürlich, ob die den finden, ne? Oh Gott, also, oh, die hängen doch die ganze Familie. Leute, schreibt mir mal in den Chat, was ihr so denkt. Ich werde mir mal eben kurz ein Brot schmieren und einen Kaffee machen. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Und dann gucken wir mal, wie wir uns entscheiden. Bis gleich.
Hi, my fault. Ah, ja, ich bin auch für das zweite. Weil das erste echt herzlos ist, ne? Mm. Das Problem ist, ich kann mich erinnern, wie das ausgeht. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, mir könnte Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Den Hund hätte ich gerne. Aber ob der sich... Ja, ich weiß. Ich muss gleich mal die Tutorial-Tipps ausschalten. Weil so langsam bin ich wieder drin. Merkt man höchstwahrscheinlich auch. Das sieht schon unwahrscheinlich gut aus, dieses Spiel. Ich werde dennoch einmal, auch wenn das jetzt ein bisschen spät ist, meine Cam dahin verschieben. Weil ich glaube, dass das beim The Witcher spielen einfach angenehmer ist. Ja. Hier haben wir auch wieder jede Menge Ghule. Die Bestie von Weißgarten. Ich werde gleich nochmal auf die Map gucken, ob wir uns hier irgendwo noch ein paar Nebenquests besorgen können. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sogar immer spannend, hier durch die Botanik zu laufen, weil... Alter Schwede, guckt euch das mal an. Das ist so irre geil. Das sieht so gut aus. Ich meine, selbst wenn man hier Wälder hat, hat man das Gefühl, dass die irgendwie von Hand generiert sind und nicht durch einen Zufallsgenerator oder ähnliches. Weil die sind echt abwechslungsreich gestaltet. Die sehen wirklich gut aus. Und selbst wenn das durch einen Algorithmus entstanden ist, dann haben die wirklich einen guten programmiert. Kann man anders nicht sagen. Nur da komme ich jetzt gerade nicht runter. Wir werden aber gleich auch nochmal unser Pferd dazu rufen. Wir könnten auch die Schnellreise an dieser Stelle benutzen. Das möchte ich aber im Moment noch nicht. Weil ich einfach die Schönheit dieses Spiels genießen möchte. Mit euch zusammen und ich hoffe, ihr habt da genauso viel Freude dran wie ich. Was haben wir denn da hinten? Langsamer. War ich da schon? Weiß ich nicht. Mal gucken. Wölfe. Der hat sich ein bisschen festgebackt.